Mahlzeit, meine lieben Bonsai-Freunde, Gartenzwergbesitzer, Schreiner und Frauenversteher. Ich bin's wieder, euer Rolf. Und heute geht's um die Zickzackweide. Und was wir damit machen, das verrate ich euch jetzt. Also, ich habe von meinem Schwiegervater ein bisschen Weide gekriegt, ein bisschen Zickzackweide. Und ja, die werden wir jetzt mal zu einem Bonsai verwursten, beziehungsweise zu einer Pflanze. Die waren jetzt die letzten paar Wochen im Wasser und die Zickzackweide macht überall Wurzeln, wo sie Wasser kriegt. Und ja, wir werden jetzt mal versuchen, hier raus einen Bonsai draus zu machen. Und wie ihr seht, der Ast ist schon ziemlich lang. Den schneiden wir natürlich gleich ab. Ich habe hier noch ein paar mehr drin. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. So, als erstes. Als erstes nehmen wir den hier, den kleinen. Moment mal eben. So. Also ich zeige euch natürlich jetzt nicht, wie eine Weide eingepflanzt wird. Ganz klar. Doch, zeige ich euch auch. Aber mir fehlt schon wieder die Hälfte, stelle ich gerade fest. Aber egal. Gut, wurscht. Wir nehmen uns einen Steckling. Und zwar den hier, der hat auch schon ein bisschen Grün dran. Den packen wir jetzt hier rein und dann kommt hier ein bisschen Substrat oben drauf. Ich habe hier, muss er dabei sagen, auch Fiebertherm auch wieder drin, allerdings mit Kokoserde und das gemixt im Verhältnis 2:1, also ein Teil Kokoserde und zwei Teile Fibotherm. So, das war's auch schon. In der Hoffnung, dass die nicht so schnell austrocknet, weil die Weide braucht ziemlich viel Wasser. Und die ist natürlich extrem empfindlich, was das anbelangt. Viele Wurzeln sind noch nicht dran, aber viel Grün ist auch noch nicht dran. Also von daher alles gut. Ja, warum zeige ich euch das? Ganz einfach, weil ich im Moment nicht wirklich viel zum Filmen habe und vermutlich wird es auch so der letzte Film gewesen sein für dieses Jahr. Also ich denke mir immer, ich werde noch mal einen Film machen für über meine Komplettsammlung, für die ganzen Bäume, die ich jetzt im Moment habe. Ich werde auch im Anschluss gleich also euch noch mal die schönsten Aufreger zeigen, die wir bis jetzt dieses Jahr hatten. ja, zum einen ist da die Eibe dabei, ganz klar, und zum anderen, was hat man da sonst noch? Ach ja, mein Lieblingskandidaten, die Eiche, wo wir einen Wurzelschnitt gemacht haben, umgetopft haben und das alles im Hochsommer mit komplett Grün dran. Das hat die überlebt, werdet ihr auch gleich sehen. So, das Ding kommt natürlich jetzt in den Schatten und wird natürlich gleich noch gegossen. Ja, bin ich mal gespannt, was das wird hier. Also das Ding treibt wirklich aus allen Löchern. Deswegen prima Anfängerpflanze. Macht wohl Spaß. So, und jetzt haben wir natürlich hier einen etwas größeren Pott. Also, was haben wir diesen Sommer gemacht? Ja, den 20. Teil von Birke schneiden und Co. wollte ich euch auch nicht unbedingt aufs Auge drücken. Dafür ist mir meine Zeit zu schade und eure Zeit mit Sicherheit auch. Ich habe dieses Jahr wirklich sehr, sehr viel geschnitten und halt auch wirklich ein bisschen umgetopft und so. Das habt ihr aber alles gesehen. Der ein oder andere Neuzugang ist dazugekommen, allerdings schon im Frühjahr. Vielleicht zeige ich euch noch ein bisschen was davon und naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Aber jetzt zurück zur Weide, genau, so hieß das Ding. So, gucken, ob das jetzt wieder passt. So, ja, die Weide ist wirklich ein Monster, was es Wurzeln machen angeht. Das Ding macht überall Wurzeln und immer. Und naja,
wirklich absolut gigantisch, das Teil. Das werden wir mir hier abknipsen. So. Das Ding schmeißen wir natürlich nicht weg, das kommt wieder ins Wasser und macht neue Wurzeln. Mein Pflegekalender, der ist mittlerweile auch fertig. Die ganzen Bäume eingetragen. Und auch so die nächsten Maßnahmen eingetragen für nächstes Jahr im Frühjahr. Da werden wir noch ganz viel Spaß mit kriegen, kann ich euch jetzt schon sagen. Wir werden sehr viel umtopfen und wir werden auch sehr viel Wurzelschnitt machen müssen. Das weiß ich jetzt schon. Und ich werde dieses Jahr auch noch meine Garage noch mal eben streichen. Und im Herbst werden wir schon mit dem Umtopfen anfangen, beziehungsweise im Dezember, November. Ich weiß noch nicht genau wann. Und das werden wir sehen. So, das war's schon von der Zickzackweide. Zwei hier, einer, ein dicker da. Ich denke, das sieht schon recht ordentlich aus. Und das wird auch schon was. Da machen wir keine Sorgen drum. Weil die Weide ist wirklich unverwüstlich. So, die Sonne kommt auch schon wieder, sehr schön. Freut mich. Und meine Bäume, ganz klar. Ja, das wird vermutlich der letzte Film jetzt sein, den ich erstmal mache. Bis zum November, Dezember. Weil ich halt wirklich nicht viel mehr zu tun habe hier, außer ein bisschen schneiden. Ich könnte jetzt noch die ganzen einzelnen Schneidaktionen nochmal aufnehmen und zusammenpacken in einem Video. Aber ich bin größtenteils jetzt ehrlich gesagt schon durch, weil ich halt immer mal wieder was geschnitten habe. Und das Schneiden an sich, das dauert, wisst ihr selber, 3, 4, 5 Minuten und ist das Thema durch. Das lohnt sich nicht wirklich, da mal ein Video von zu machen. Und ich denke mal, ihr wisst eh schon, wie man die eine oder andere Birke schneidet oder eure Bäume halt selber schneidet. Da brauche ich euch nicht viel zu erzählen und auch nicht viel zu zeigen. Ja, den einen Baum möchte ich euch gerne noch mal zeigen, und zwar den da. Den habe ich seit letztes Jahr November. Der ist auch da vom November aus direkt in die Schale gekommen, nachdem ich ihn aus dem Wald ausgebuddelt habe. Und bis jetzt sieht er schon ganz gut aus. Ich habe ihn, keine Ahnung, ich glaube vor 8 Wochen, 12 Wochen habe ich ihn gedrahtet. Also ziemlich spät, das war schon April oder Anfang Mai, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber er macht sich ganz gut. Und ja, wie gesagt, der eine oder andere werde ich euch dann noch mal zeigen. Ich hole jetzt noch mal den einen oder anderen Baum hier ran. Die Eibe wollte ich euch noch mal zeigen, und dann könnt ihr euch von der Gesundheit des Baumes überzeugen. So, das ist die liebe Eibe, meine Nummer 31. Und wie ihr seht, lebt sie noch und sie treibt sogar aus. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, Licht an, Licht aus, muss ich entschuldigen, bin ich nicht für zuständig, ist nicht meine Baustelle. Ist die liebe Sonne, kann ich auch nicht ändern. Also wie ihr seht, ist da komplett grün dran. Und mal gucken, ja, der kleine ist hier weg, aber da oben ist auf jeden Fall noch ein bisschen was. So, da, ich mache da gleich mal ein paar Fotos von. Gras wächst ja auch dann. So.
Ja, das wäre die Eiche. Ist natürlich auch ein Schattenparker, so wie die Lerche auch. Lerche sage ich schon, wie die Eibe. Eibe, genau. Auch ein Schattenparker. Und ja. Das geht jetzt ein bisschen hoch. Ich drehe euch ein bisschen nach oben, damit ihr auch was sehen könnt, logischerweise. So. Und ja, also ihr macht schon recht guten Eindruck, finde ich. Ich versuche das Bäumchen jetzt mal zu drehen, so. Ohne dass ich auf die Linse bin. Jo, was gibt's denn sonst noch? Ich habe keine Ahnung. Moment. Ja, das ist auch wieder ein Kandidat aus dem Frühjahr. Wo auch wieder einige Leute gedacht haben, der geht hops. Nein. Definitiv nein. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also, ist auch ein Schattenparker, wobei er steht jetzt seit letzter Woche in der Sonne. Ich werde das natürlich ganz genau beobachten, wie es da weitergeht. Ob ihm das gefällt in der Sonne oder nicht. Wir werden sehen. So, das ist die Nummer 39. Ja, das waren die Todeskandidaten von mir und die Zickzackweide und meine neue Errungenschaft. Eine Waldkiefer ist das. Macht sich recht gut, finde ich. Ja, wie gesagt, also es gibt für dieses Jahr bin ich eigentlich mit dem Film durch. Ich habe es auch in der Beschreibung schon geschrieben, in der Kanalinfo. Es wird halt nicht immer jede Woche einen neuen Film geben. Ich denke mal, wir sind wirklich jetzt erstmal durch bis November, September. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich vielleicht noch filme. Aber das wird eher so mehr so Kropfzeug werden und dann müssen wir mal gucken, ob ich da irgendwas Vernünftiges zusammenbasteln kann. Ich habe hier unten noch ein paar, jetzt komme ich nicht drauf, ist auch egal, da unten steht halt was. Das möchte ich ganz gerne noch zu einem Wald verarbeiten. Buchsbaum, so hieß das Zeug, genau. Das möchte ich ganz gerne noch zu einem Wald verarbeiten, aber das kann ich schlecht im Hochsommer machen. Das würden die mir, glaube ich, relativ übel nehmen, deswegen mache ich das auch nicht. Ja, ich hänge jetzt hier einfach noch mal ein paar Fotos hinten dran von den restlichen Bäumen, die wir dieses Jahr so gefilmt haben. Vielleicht machen wir noch mal nächste Woche oder übernächste Woche noch mal einen Gartenrundgang. Das weiß ich aber noch nicht. Muss mal gucken, wie ich Zeit habe. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren Bäumen und mit der Hauptbeschäftigung schneiden im Moment, schätze ich mal. Ich werde jetzt erst noch mal in den Pool springen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Rolf. Ciao.